sich so die Gefangenen anguckt, kriegt man natürlich einige Sachen hier rüber. Ja. Wir sind jetzt hier bei ihm und gucken ihm beim Geschäft zu. Sehr, sehr schön. Und zwar erst niedrig eingestuft. Es gibt zwar nochmal diese normalen, das sind die orangen, dann die hohen sind in so ein rötliches, dann schützende, habe ich noch nie gehabt. Extrem gefährlich ist so ein Kirschrot, richtig so knallrotes Rot, eben halt richtig tief. Ja, dann können wir sagen, Gefangenen durchsuchen, Zellenblock, wenn er in einem Block lebt, Zelle durchsuchen wäre dann bei ihm das hier. Dann könnten wir ihn nochmal bestrafen, selber in Arrest, Arrestier oder Abriegelung ist in die Zelle sperren oder in die Übergangszelle. Und Isolation sagt schon alles, Isolation, wie sie hier sind. So, dann haben wir, was hat er denn verurteilt, zu 5 Jahren Haft für, was, falsch, Assessing? Tut mir leid, mein Englisch ist so miserabel. Schlimm. Und, das Rote bedeutet, das hat er abgesessen, bis dahin muss er, und diese Zeit im Blau könnte er sozusagen durch die Anhörung früher entlassen sein oder werden. So, und das können wir natürlich aussteuern, wie viel Prozent das ausmacht von der Haftstrafe. Er hat noch keinen Ruf, dann, ja, kürzlich Verfahren, fehlerhaftes, nix, er ist ganz normal geblieben. Reformen, Anhörung zur frühzeitigen Entlassung, gescheitert. Spirituelle Führung, 2-mal gescheitert. Okay, dann, ja, seine Aktivität, ja. Wie es so ist, die Stimmung, normal, gut. Verfassung und seine Bewertung hier. Und er wird rückfällig, wie man es hier sieht. Geschätzte Rückfälligkeit. Raucht stark, Bestrafung. Okay. Das Alter eines Gefangenen ist ebenfalls ein sehr großer Faktor. Ja. Prozent, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum das vorzeitige Entlassung rückfällig. Ja, ich weiß nicht, was das so. Auf jeden Fall können wir sagen, hier über. Oh Gott. Nee, Subvention, Programm auch nicht. Regeln, genau. Da können wir sagen. Entlassung bei Rate. Sagen wir 20%. So. Das wäre natürlich sinnvoll, wenn wir ihn nochmal wiederfinden. Da ist er. Nächsten anderer. Puh, finden wir ihn wieder? Das ist er, genau. Entlassung 49%. Aber wie gesagt, wir haben jetzt die Entlassungsrate bei 20% nur gelegt. Das heißt, zu, ja, ein Fünftel, ja, jeder Fünfte kriegt nur ein Ja und der Rest ein Nein. Sozusagen für frühzeitige Entlassung, kann man sagen. So, wie man sieht, haben die jetzt alle Strom. Wunderschön. Stationierung habe ich immer noch gesagt. Nur Personal, genau. Hier darf nur Personal rein. So, jetzt sind natürlich hier die Türen. Kommen jetzt noch dazu. 3. Oh, so, dann werde ich natürlich zum ersten Mal sehen, was uns so eine Zelle dann, wenn ich sie klone, kostet. So, warten wir die Türen ab. Ja, der einsame, der hat hier eindeutig viel zu putzen. So, werden wir natürlich auch erstmal hier die Zwischenwände reinziehen. Damit die einfach schon mal drin sind, brauche ich die nicht noch klonen. Na, nicht so doll ruckeln beim Speichern. Dankeschön. So, dahin. Dann mache ich auch gleich hier die Räume hin. Was fertig ist, ist fertig. Na, so, oh, Auge juckt, das ist gerade sehr brutal, na, no. Okay.
So, dann noch hier hin. Wird uns ja auch noch ein bisschen an Material kosten. Und 20 Bauarbeiter sind damit auch erstmal eine Zeit lang beschäftigt. So. Na, hier noch. Also ich will ja schon so, dass wenn es zur Küche hingeht, also die Nahrungsmittel, nicht erst durch die ganzen Gefängnisse hier alles getragen werden muss. Und zwar aus dem Grund, wenn ein Aufstand kommt, eine Revolte, irgendwas in dieser Richtung, dass sozusagen die Köche sozusagen nicht Gefahr laufen, abgestochen zu werden. So, wir setzen auch gleich hier. Och nö. So, erstmal die ersten Isolationszellen, die setze ich manuell. Ah, ich hoffe, dass diese Isolationszellen auch reichen. Weil bei meinen anderen ganz großen, wie gesagt, habe ich ja für jede, ja, Gefahrenstufe ihren eigenen Bereich gemacht. Das heißt Hof, Kantinenzeit, Arbeitsplätze, einfach alles. Ich hatte ja auch das Geld dafür und die Zeit und da darf ich auch kommen. Das kriegen die und gut ist. So. Und ja, da hatte ich auch wenig Probleme gehabt mit Todesfälle. Obwohl die Roten unter sich auch gerne sich gegenseitig abgestochen haben. Genauso wie die Orangen, aber zwar nicht so stark. So, jetzt können wir das mal das Essen hier wegmachen. Freizeit, Freizeit. Dann machen wir hier raus Schlafen, Schlafen. Ja, machen wir daraus Schlafi, Schlafi. Jeweils. Einmal am Tag eine schlechte Mahlzeit. Dann tun wir, komm, hier den Speck wegwerfen. Weg damit. So, wie ihr seht, haben sie ja schon hier ordentlich Räume reingezimmert. So, ja, wie ihr seht, muss immer eine Wache herkommen und wieder aufschließen und wieder machen und deswegen sage ich jetzt hier, alle entriegelt. So, da hier ich hier noch nicht die Zelle rausgemacht habe, also die Beschreibung Zelle, ja, kommen ja auch keine Gefangenen rein. So, das heißt, jetzt können wir auch dann, wo wir abwarten, bis die fertig sind. Obwohl, einen ganzen Zellenblock können sie ja danach dann nochmal setzen. Okay, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur den inneren Bereich. So. Es sind jetzt 6 Zellen. Kosten uns 5,5, kann man sagen. Drei, sechs, fünf, fünf, also 11, 14, 14, 6, ah, sagen wir 14, 7, grob einfach hochgezogen. 14, 7 kosten die uns. Oh, da habe ich ganz vergessen, hier sehe ich gerade, die Wand plus den Metalldetektor zu klonen. Sind auch nochmal 2000. Also 14, 7, 16, 7. Ganz schön teuer die Ecke. Na gut, wollten wir so, wollte ich so, habe ich so gemacht, Ende. Jetzt wird nicht mehr drüber geklagt. So, genau, dann können wir auch gleich sagen, hier, halt, na, nur die schweren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 32 Isolationszellen haben wir dann hier drinne. So. Okay. Haben wir auch drinne. Nur 16.000 Isolationszellen. So, während das gebaut wird, müssen wir doch langsam mal für die Küche entscheiden. Die kommt hier jetzt hin.
Ende, hier kommt die Küche hin. Das heißt, da und dahin. Obwohl, eine Tür reicht ja. So. Und das heißt dann für hier Personaltür natürlich. Personaltür. Und wieder wurde ein Messer gefunden. Okay. So. Wie kriegen wir dann die Gefangenen da raus? Durch einen Langgang. Ist ja klar. So. Dann kommt hier dennoch der Besucherbereich hin. Ganz einfach. Besucherbereich. Das heißt für euch. Für die normalen. Für die. Ja, für die normalen Haar, für die Insassen, eine normale Tür. Für die, um da reinzukommen, eine schwere Tür. Und hier hinten kommt ein Gitter hin. So. Haben wir auch den Bereich fertig. Hier oben ist die Küche. Die Küche, Küche, Küche. Machen wir erstmal so. Dann natürlich. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir auch hier einen Kantinenbereich haben. Eine Personaltür, damit man auch gleich zu dieser Kantine dann durchkommt. Bauen wir aus Ziegel. Der Rest ist alles Beton. Machen wir innen nach Ziegel. So. Ja, den ganzen Boden kann ich auch noch sagen, nicht nur Erde und Wüste, sondern könnt Grünzeug setzen und sonst was. Und ja. So, ihr kriegt natürlich auch eine Personaltür hier vorne hin. Und zwar auf derselben Höhe, damit es rein und raus geht. Einfach und schnell. Ja, die Wege setzt dann später. Dann natürlich die Rüstkammer. Rüstkammer. Okay, machen wir erstmal so groß. Dann natürlich Sicherheit. Dann ein Personalbereich. Kommt hier hin. Braucht nur 5 von 5. 4 mal 4. Gut, 4x4. Und dann den Hundezwinger, den werden wir dann auch hier gleich einzäunen. So, so hin. Die Rüstkammer wird dann auch erstmal. So. Und zwar Personaltür. Personaltür und hier machen wir wieder eine starke Tür für den Hundezwinger. So. Dann natürlich, hier haben wir gesagt, hier Wand. So. Eine Doppelwand. So. Ja, so ist okay. Genau. So, das wäre dann hier ein Besucherzimmer. Hierhin kommt die Einführungsort. Ja, jetzt, ich wusste es, jetzt hat er tatsächlich hier einen Postraum hingesetzt. Sagte Einführung. So, Rüst, Sicherheit, Zwinger, Personalraum. Küche. Kantine. Da kommt auch noch Toilette rein. Und Duschen und Fernsehers und Telefon. Kriegen wir alles. Von mir. Gestellt. Ist das nicht nett? So. 3x3. Genau, dann kriegen die hier auch noch fünf mal fünf
Raum, hier ein 5x5 Raum und hier auch ein 5x5. Und zwar, das sind jetzt alles Putzräume. Ja, 5x5 reicht jeweils. Dann kriegen wir natürlich hier erstmal noch eine kleine Tür jeweils rein. Da, da und da. Also einfache Türen, und zwar aus dem Grund, da müssen meine Leute nicht alle aufschließen kommen und abschließen und so weiter und so weiter. Und nö, das mache ich jetzt nicht mit. So. Ja, ist klar, dass der Psychologe rüberkommt ins Personalbüro. Personalbereich. Ein Sofa, Getränkautomat. Machen wir hier Sofa, Sofa, Getränkautomat. Ist gut so. Und ein Fernseher, bitteschön. Bitteschön. So, und dann können wir auch sagen, den Strombereich bitte einmal hier entlang ziehen. Dankeschön. Bis dahin. Damit wir einfach schon mal den Strombereich sozusagen abgedeckt haben. Einmal im Kreuz gehen sozusagen. Und es läuft. Die haben alle Strom. Sehe ich gerade. Der Fernseher hat auch Strom. Wunderschön. Das heißt, jetzt kann ich tatsächlich hier, weil ich ja hier schon mal hingesetzt habe, hier hin. Und hierhin die Dings setzen, die Kabel. So. Das heißt, das dauert hier noch, bis die hier fertig sind. Weil alles hier drüben hinkommt. Genau. Großes Lager. Dann geht mal ran da. Ja, dann stellen wir natürlich wieder ein paar ein. Also, das ist ja klar. Also. Gucken, machen wir wenigstens so, dass wir knapp 2000 noch Gewinn machen. Genau. Okay. Erstmal. Es kommen ja dann noch mehr rein. So, wie ihr seht, serviere eine einzige Mahlzeit schlecht, schlechtes Mahl für 2 Tage. Haben wir schon erstes Mal hin. Ich springe mal ein bisschen zackig hier vor. Weil wenn die das gebaut haben, sollen die ja hier weitermachen. Isolationsräume sind auch schon fertig. Sehr schön. Die Gärtner gärtnern schon. So. Was bräuchten wir sonst noch eigentlich Wichtiges für die dann? Die Wäscherei ist wichtig. Und natürlich die Gänge, um jeweils in den Gefängnisbereich zu kommen. Da, dahin, dahin. Versuchen wir die mal hier alle Pi mal Auge mit sich zu setzen. Ja, so hin. Da. Da. Da nicht. So. Isolationsräume kriegen hier auch nochmal so das hin. Genau, hier entlang muss ich auch noch machen. Dahin. Die Kantine bleibt, das auch. Das heißt, euch kriege ich, hier kriegt ihr auch noch was hin. Zwinger auch. So. Jetzt haben wir natürlich erstmal alle genug Türen hier. Dann muss ich natürlich sagen, demontieren. Wenigstens die Räume